Hallo Freunde und ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Pitfall. Meine Stimme ist wieder da und wir begeben uns ins nächste Eisgebiet, was dafür sorgen wird, dass ich mich erkälte und meine Stimme ganz schnell wieder weg ist. Ja, ich komme... Valley of the Spirits, das Tal der Geister. Ich bin mir nicht sicher, ob mir das so gut gefällt. Hä? Ich hab doch nur... Wie habe ich mich gerade eben so... Ah! Ah, okay. Du bist eingefroren. Kann ich den vielleicht... Das leuchtet. Das leuchtet. Kann ich dich nehmen? Aufheben? Nein. Kann ich das vielleicht... Das war der falsche Knopf. Kann ich dich vielleicht mit der Fackel auftauen? Tut sich da was? Irgendwie tut sich da nichts. Okay, so funktioniert das. Gute Sache. Dann leg um den Schalter, Harry. Und was passiert jetzt? Das Glühwürmchen hat sich verflogen. Das Glühwürmchen fliegt einmal nach Timbuktu. Ewig lange Kamerafahrt, die ewig lang ist. Und anscheinend müssen wir hier 5 von diesen Glühwürmchen finden. So. Jetzt muss ich... Ich hoffe ja, dass ich die Steuerung trotz kurzer Pause einigermaßen noch hinkriege. Komme ich da? Da komme ich wahrscheinlich gar nicht hoch, oder? Da muss ich von da oben drauf... Zack. Ich hätte trotzdem ganz gerne meine Flasche wieder draußen, damit ich mich gegebenenfalls etwas hochheilen kann. Wundervoll. Hier ist doch irgendwo... Da haben wir auf jeden Fall... Oh. Ein Idol. Ich weiß nicht, ob der Weg so gewollt ist, aber auf jeden Fall hat es funktioniert. Und hier haben wir auch den nächsten Schalter, wo wir den nächsten Geist freilegen können. Wundervoll. Kommt jetzt... Nein. Zum Glück kommt dieses Mal keine ewig lange Kamerafahrt, die den Geist auf seinen Irrwegen durch Kanada, Zwischenstopp, Köln, Hauptbahnhof verfolgt. Komme ich da irgendwie hoch? Das sieht aus, als ob ich da hochkäme, ja. Gibt es da unten noch etwas? Da unten scheint es nichts mehr zu geben. Hier gibt es auch nichts. Ich folge jetzt einfach mal dem Weg in meiner ganzen Dreistigkeit. Aber vermutlich wird es nichts bringen, weil wir ja erst... die ganzen komischen Geisterdinger. Das sind ziemlich viele Pinguine, möchte ich mal angemerkt haben. Das gefällt mir überhaupt nicht. Kann ich nicht... Moment, welche Taste muss ich da gedrückt halten? Egal, ich glaube, das funktioniert so trotzdem nicht, wie ich mir das vorstelle. Da unten ist noch einer. Was machst du eigentlich? Wo rutschst du denn durch die Gegend? Der rutschte auch irgendwo... ziemlich falsch. Pinguin auf Abwägen. So, leg das mal um, Harry. Sehr schön. Wo geht es da unten? To Ekeko Ice Cavern. Also irgendeine Eishöhle. Da, ich habe mich schon gefragt, wo der Pinguin hier ist. Irgendeine Eishöhle, aber da brauchen wir eh Dynamit. Da kommen wir eh noch nicht weiter. Von daher ist mir das jetzt auch mal relativ wumpe. Ja, mir auch. An denen rennen wir auch ganz schnell vorbei. Jetzt haben wir
3, wenn ich richtig bin. Von den Geisterchen. Das heißt, also da ist noch einer, aber irgendwo müssen wir einen übersehen haben. Hey, wie hat das mich getroffen? Unfair. Wie sollen wir da hochkommen? So, hier haben wir noch einen. So, jetzt ist aber da oben irgendetwas. Meint ihr, ich krieg das mit meiner Schleuder kaputt? Ich glaube ja eher nicht. Doch? Tatsächlich. Okay, da. Warum habe ich jetzt das Schild rausgeholt? Damit habe ich nicht gerechnet. Das war einfacher als gedacht. Und uns fehlt jetzt noch einer in der Mitte. Ich hoffe mal, dass das auch bedeutet, dass der in der Mitte von denen war, die wir schon gesammelt haben. Dass es irgendwie ein Anhaltspunkt ist, von wegen, wo der ungefähr versteckt ist. Dann müsste der hier irgendwo ums Eck sein. Oder? Ich gebe mich mal ganz kurz. Wenn wir da schon einen Heilbrunnen haben, das ist gerade doch recht kritisch mit meinem Leben, gehe ich mich doch nochmal ganz schnell heilen. Wir haben ja irgendwo ein kleines bisschen abgekürzt, ne? Über die eine Statue. Wo ich mir schon so dachte, ich weiß nicht, ob das beabsichtigt war. Kannst du bitte nicht? Ey, du komm her. Nein, das klären wir jetzt. Mann gegen Mann. Ha. Das war da unten, gell? Genau, da war die Statue. Wie hätten wir sonst... Nee, da haben wir auch nichts abgekürzt. Dich haben wir? Das ist jetzt natürlich... Die Frage, wo versteckt sich der letzte Schalter? Hab ich da gerade was gesehen? Okay, das ist fies. Das ist fies. Ich dachte, ich habe, dass mich meine Augen da ein bisschen getäuscht haben. Aber dass da dann wirklich der Schalter ist, wie gemein! Spiel, das kannst du doch nicht machen. Genau, da unten brauchen wir Dynamit, um weiterzukommen. Huch, und da tut sich uns jetzt die Tür auf, wundervoll. Zum Copacabana-See. Ich kenne nur Copacabana. Oder heißt der spanische Nationalpokal im Fußball nicht auch irgendwas mit Copa? Ich weiß es nicht. Das sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Den Statuen. Da oben scheint noch irgendwas zu sein. Und da links scheint es weiterzugehen. So, dann würde ich vorschlagen... Spitzhacken wir uns erstmal hier hoch. Das heißt nicht Spitzhacke, das ist ein Pickel. Get your facts right, Dumdaro. Das bringt uns nichts da hoch, ne? Ist voll fies, der Boden ist teilweise voll rutschig, wenn da kein Schnee drauf liegt. Hallo? Möchtest du... Danke, möchtest du bitte nicht? Das hat mich ein bisschen gejumpscared. Da ist ein Schalter drauf, den sehe ich. Auf diesem Ding in der Mitte. So etwas versteckt sich vor mir nicht.
Nein, geht weg. Geht weg, lass mich in Ruhe. Kann ich da vielleicht... Ah, nee, der geht von alleine runter. Frage, was macht das? Das fährt da eine Treppe hoch, aber vermutlich nur auf sehr begrenzte Zeit, ne? Die wird, wenn ich da jetzt runtergehe, fährt das Ding nicht wieder runter. Okay. Nein, lasst mich in Ruhe. Ich möchte mit euch gar nichts am Hut haben. Oh, das war ein sehr ambitionierter Sprung, der leider ein bisschen in die Hose gegangen ist. Das hat funktioniert. Ich weiß nicht, ob das so gewollt war, aber das hat funktioniert. So, wo ist hier der Anfang der Treppe? Ah, ich sehe. Jetzt stellt sich natürlich wieder die andere Frage. Wie komme ich hier wieder runter? Ach so, natürlich. Das... wusste ich. Hab ich dran gedacht. Hab ich natürlich dran gedacht. Das war etwas zu viel des Guten. Und an Land mit uns. So, dann haben wir hier... Nein, geh weg. Was auch immer du bist. Ungeziefer. Komisches. Das ist ja irgendwie... Was ist das? Fliegende Mistkäfer oder so? Gut, wo ist jetzt... Da kommen wir irgendwie rüber über die Hände, ne? Wo ist der nächste Schalter? Und wohin? Mount... Zum Bergschlittenrennen. Ich meine mich da ganz grob an etwas zu erinnern. Aber ich bin mir nicht mehr ganz... Aua. Sicher, da kamen wir ja her, gell? Ja, Tal der Geister. Ist hier vielleicht noch irgendwo... Kommen wir da irgendwie hoch? Kommen wir da vielleicht... Mit euch ein bisschen hoch? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Vielleicht müssen wir da von oben irgendwie drauf springen. Klettern wir nochmal da hoch. Ganz schnell. Schwupp, 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 schwupp. Das ist ihm wohl zu nah an der Wand. Okay. Ich fand das jetzt nicht zu nah an der Wand. Aber wenn Harald das meint, dann... möchte ich ihm da nicht dazwischen reden. Kommen wir hier irgendwie hoch? Ja, tun wir. Ah, cool. Secret. Ah, da muss ich mit meinem... Nein, mit dem hoch. Von hier aus habe ich auch, glaube ich, eine ganz gute Aussicht, oder? Ja, da unten ist der letzte... Schalter, den wir noch nicht haben. Sehr gut. Doch. Reicht. Und runter damit. Ach, guck mal, ich kann da hinten auch die eine Statue hochklettern mit meinem Eispickel, oder? Sieht zumindest ganz danach aus. So, aber erstmal paddeln wir schnell darüber. So, wo ist der Anfang? Der Anfang vom Ende? Oder doch erst das Ende vom Anfang? So, wo ist der Schalter? Da ist der Hebel. Den ich ganz am Anfang gesehen habe. Leg mal um, Harald!
Das ist ein neuer Schalter. Macht es doch nicht so dramatisch hier, meine Güte. Das macht jetzt was? Es scheint, als müsste ich das abschießen. Jawohl, ja. Ah, da sind wieder so Geister drin, so komische. Immer noch nicht hoch genug. Wie soll ich denn da auch da hochzielen können? Das war jetzt wieder zu hoch. Mensch, das Spiel kann sich aber auch nicht entscheiden. Das hat gepasst. Und vor allem wundervoll gesessen. Und das auch. So, wo schwurbeln die Geister jetzt hin? Sind alle... Nee. Doch. Alle darunter zu dem... zur Bergschlittenfahrt. Trotzdem würde ich mich ganz gern hier noch weiter ein bisschen umschauen. Denn wie gesagt, ich kann zum Beispiel die eine Wand da hoch eispickeln. Wenn ich weit genug springen kann. Oder irgendwie anders da vorkommen. Da oben ist nämlich garantiert, ich schätze mal, dass da ein Schamane ist oder so. Da komme ich auch nicht rüber. Kann ich? Nein. Ich kann nicht erst einen Sprung und dann so ein... Weitsprung machen, das funktioniert nicht. Da hat der Herr Fallgruben-Harald etwas dagegen. Was ich mich gerade auch frage, sind, was sind das für Erdmännchen, die hier einfach... Ja, die juckt es halt nicht, dass sie hier einfach durch das, sich durch das Eis wühlen, ne? Das... Es ist wie so Löwenzahn. So andere Pflanzen so, ja, nee, ich muss täglich gegossen werden, sonst vertrockne ich. Löwenzahn, ja, 6 Monate nichts zu trinken gehabt. Geil, Beton. Ah, nee, hier ist ein Forscher versteckt. Das wollte ich nicht. Entschuldigung, dass ich dir gerade meinen Eispickel in den Kopf gehauen habe. Wie auch immer der hier hochgekommen ist. Aber das werde ich mal nicht weiter hinterfragen. Spiel das Spiel, Darius. Spiel das Spiel. So, sonst scheinen wir hier soweit alles gemacht zu haben, was man kann, wie es scheint. Dann würde ich sagen, begeben wir uns in der nächsten Folge mal darüber zur Eisschlittenfahrt, wie es, glaube ich, hieß. Und hoffe, die Folge hat euch soweit gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Däumchen nach oben. Da würde mich sehr freuen, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao, ciao.